So. Aalborg hat Biermangel? Na, da wird sich doch die Heike gleich freuen. Die bringt nämlich gerade eine ordentliche Ladung rüber. Na, dann werde ich die alte Bar wahrscheinlich dem Frank zuschustern. Ah. Mal anders hinsetzen und ich glaube, ich mache gleich nochmal eine kleine Pinkelpause. Eine Sache wollte ich aber schon lange gucken, weil die Frage vorhin gestellt wurde, wie viele Schiffe, also wie viele Hulks haben wir denn mittlerweile? Kann ich nach Typ sortieren? Nee. Auf Expedition sind noch drei weitere, ja gut. Der Seifenlord ist auf Expedition, dann der Gregor selbst und der Gaffer Gandalf. Ihr seid auf Expedition in Amerika unterwegs, in der Hoffnung, ihr bringt mir weitere neue Orte für Warenumschlagsplätze. Das habe ich jetzt geguckt. Das ist schon mal gut. Ich wollte mal im Bad nachgucken. Nee, noch keiner da. Stadtinfo. Sieht auch noch gut aus. Interessant. Vielleicht habe ich mir mittlerweile so viel Bonus erarbeitet, dass das so gut wie keinen Einfluss mehr hat, wenn ich da einfach mal die Stadtkasse so gut wie komplett plündere. Dann könnten wir mal nebenbei noch nach dem Kurfürsten gucken. Willst du Fisch? Nö, schade. Ich habe sehr wenig Getreide gerade hier. Wie sieht's hier mit Getreide wieder aus? 52 liegen hier schon wieder einfach nur rum. Tobi, was machst du da? Mein lieber Tobi. Hä? Er nimmt's gar nicht mit? Was habe ich hier eingestellt? Das eigentlich immer 50 gespeichert werden sollte. Achso, nee. Das habe ich jetzt wahrscheinlich deaktiviert. Wegen dem Winter. Der ja bald da ist. Wir verbrauchen 9,1 noch vor Winteranbruch. Produzieren 14. Also eigentlich habe ich voll den Überschuss. Ich habe eigentlich jetzt auch immer gut verkauft. Ich produziere es ja für 110, kann es für 135 verkaufen. Jetzt vibriert noch mein Handy, warum? Achso. Matthias sagt, er fährt eine Kogge. Kann sein, habe ich jetzt gerade neben dem Kopf. Und Gregor lässt einen fahren, alles klar. So, Holz ist da, Bier wird produziert. Ich muss mal gucken jetzt, wenn der Winter wieder anbricht, wie dann wieder Getreide-Holzversorgung sein wird. Eigentlich mehr Getreide als alles andere. Hast du gerade noch Eisenwaren für Danzig dabei? Ja, wenn auch nur 40, aber immerhin. Okay. So, jetzt gehe ich mal auf Klo. Vielleicht mal kurz speichern. Mach ich mal so, damit die Zeit nicht wirklich noch weiterläuft im Hintergrund. Mach mal ein kleines Päuschen. Was? Ich mach das wirklich nicht mit Absicht, Gregor. Glaub mir, ich mach das echt nicht mit Absicht. Und irgendwie ist jetzt die Position meiner Kamera hier auch ganz komisch. Wait. Na, ah, wo ist denn das jetzt hin hier? Da. Nee. Was machst du? Da. Guck. Übernehmen? Okay. So. Ich mache das wirklich nicht mit Absicht, Gregor. Jetzt gucke ich nochmal vorsichtig aber durch. Ich mache jetzt wirklich nur Steuerung und J für Just Chatting und Steuerung L für Live. Da ist es raus. Da ist es auch raus. Gut. Wir gehen wieder auf Pause. Gut. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. So. Also, bis gleich.
So. Stuhl ist da, Party. Nö, Stuhl ist wieder weg. Stuhl TV, nö, ist vorbei. So. Ja, und in meinem Urlaub, wo ich es gerade sehe, Mods loben, als ist das einzige Herzding. Ne? Ich habe noch kein Subhype-Emote, ich habe noch kein Robin loben sogar. Es wurde heute ein paar Mal Robin loben gesprochen. Gibt's ein paar Emotes, die ich schon gesehen habe bei anderen, die das auch gerne machen. Ja, Mod-Liebe, genau. Stuhl-Liebe gibt's auch noch nicht. Das klingt verkehrt, ich weiß. Aber wegen Stuhli, wegen Stuhl-TV, da wäre natürlich auch noch ein Emote angebracht und so. Mittlerweile habe ich ja mehr Emote-Slots jetzt wieder zur Verfügung. Und zusätzlich halt noch die Emotes wohl, die man als Follower wohl haben kann. Die Slots kann ich schon einrichten, soweit ich das verstanden habe. Und ja, jetzt im Urlaub werde ich mich dann wieder schön um weitere neue Emotes kümmern, die individuellen Alerts endlich mal machen und noch so ein paar kleine Gimmicks, wo ihr dann nochmal richtig ausrasten könnt und Spaß haben könnt. Und mein Zuckerherz fehlt noch. Oh, was? Habe ich noch kein Zuckerherz gemacht? Was? Hatten wir es irgendwann mal gehabt, das Thema? Ich weiß es nicht mehr. Ich schreibe es mir auf, Janett. Nicht wieder gegen meine Kopfhörer gekommen, ja. Mann. Ich schreib's mir auf. Es ist ja bald soweit. Nur noch 4 Tage arbeiten und dann kann ich mich mal um sowas kümmern. Zuckerherz. Emote. Gürternet. Oh, der Kuli. Der Kuli ist alle! Ja, staubtrocken. Nimm mal den nächsten. So. Okay, weiter geht's, ne? Nein, hatten wir nicht, Robin. Das war als Scherz gedacht gewesen. Ne, jetzt hab ich's drinne. Jetzt hab ich's drinne. Weil es passt ja einfach. Zuckerschnute, Janett, weißt du, Zuckerherz dazu. Wenn du Stuhlliebe einführst, haben wir einen ganzen Fetischisten hier. Stuhl loben, dann in dem Fall. Stuhl loben. Oder Stuhlhype. Irgendwie so in dem Dreh. Okay, das könnte auch wieder Fetischisten anlocken, du hast recht. So, weiter geht's. Ich zünd mal nebenbei noch eine an. Und da warten wir mal drauf, dass Tobi eh. Nee, Frank. Frank brauchte noch Laderaum, ne? Für noch mehr Bier. Genau. Warten wir darauf, dass der mal nach Hause kommt. Reva wird belagert. Okay. Liebe Leute, macht mir das nicht nach mit dem Rauchen. Das macht nur gelbe Zähne und eine schwarze Lunge. Euch Minderen ist das sowieso verboten und ich heiße es eh nicht gut. Ja, aber allgemein, wie gesagt, bei den Emotes, da habe ich echt noch Lücken offen. Da muss noch ein bisschen was mehr reinkommen. Muss ja auch nicht immer meine Hackfresse sein. Es kann ja auch sowas sein wie Mods loben zum Beispiel. Das mit der Hackfresse war ja wirklich nur an dem Tag, wo ich das gemacht hatte mit den Emotes. Weil ich mir halt habe sagen lassen, am besten Fall mit deinem Gesicht für die Wiedererkennung und dann halt irgendwie versuchen, Emotes oder Situationen damit darzustellen. Eine Rückzahlung kann ich geleistet werden von 25... Boah, was? Fast 26.000. Razzia flog aus Stettin. Problem ist, wir produzieren in Stettin. Da mache ich mich lieber mal beliebt. Falsch. Wo ist das Rathaus? Warte, das hier? Ja, nee, das ist Kirche. Warum sieht das Rathaus aus wie eine Kirche? Kommt noch nicht mal in die nähere Auswahl. Sag mal, kann es sein? Ich habe doch den einen Tag in Aalborg das Rathaus gesucht, ne? Beim letzten Stream. Nee, es war nicht. Doch, hier ist es. Also, es war aber nicht hier, ne? Kann ich überhaupt in mehreren Städten Bürgermeister sein? Ich möchte behaupten, ja. Kann ja auch die Hackfresse von wem anderen sein. Ja, genau, zum Beispiel. Ich kann deine nehmen.
Die ganzen privaten Nacktbilder von dir kann ich auch nehmen dafür, die du mir immer gesendet hast. Dann machen wir da schöne Emotes draus und dann krieg ich erstmal Dauerstrike. Latest Follower. SMGFFO has been followed for... Was? Was geht da ab? Gregor-Attacke. Jetzt ist es soweit, wa? Natürlich. Dankeschön. Und auch gleich melden. Nee, warte mal. Warte. War noch nicht auf der Liste. Das ist eine Funktion, die gemacht wurde. Das ist gar kein Bot. Das Latest Follower ist ja so ein kleines Tool gewesen. Was ich mal drin hatte, was ich eigentlich schon... Kriege ich den Bums jetzt geschlossen hier? Oh, komm schon. Aktualisieren. Ja, der Name war verdächtig und dass halt jetzt dreimal diese Meldung kam, war verdächtig, aber es könnte sein, dass der gar nicht ein Bot ist. Dass er bloß diese Funktion gemacht hatte und gucken wollte. Steht der auf der Liste drauf? Hast du geguckt? Ich glaube, der wollte gar nicht, der hat gar nicht, ich habe doch die, im Infopanel habe ich dieses Latest Follower drin. Da kannst du, wenn du, ja, danke fürs Entsperren. Falls du uns hörst, SMGFFO. Sorry, war ein Missverständnis. Wir haben halt nur gerade hier in einer Tour gerade Spam gesehen. Latest Follower, dass du los gewesen bist seit 37 Tagen. Und dachten jetzt, was ist denn jetzt los hier? Weil das ist noch nie passiert im Chat. Dass der Latest Follower hier auf einmal... Sachen, aber ich habe den doch deaktiviert, den Latest Follower. Warum ist der jetzt wieder drin? Warte mal eben. Infopanel? Ne, da ist er. Er hat sich jetzt nach oben gehoben damit, aber dann müsste er eigentlich da stehen, dass er mir 25 Bits gegeben hat dafür. Aber dass es jetzt im Chat auftaucht, das ist komisch. Ich flüster ihm an. Oder Gregor, kannst du ihn bitte mal anschreiben, dass es ein Versehen war? Also auf seinen Namen klicken in der Teilnehmerliste hier. Einfach mal flüstern. Auch von mir liebe Grüße. War ein Versehen. Auf der Liste war er nicht. Nee, dann auch nicht einfach so entsperren. Das war jetzt ein Missverständnis von mir. Das war jetzt... sorry Leute, das musste jetzt auch mal sein, ne? Sah halt komisch aus. Dass es da auf einmal im Chat auftaucht. Wird mir jetzt nicht mehr angezeigt unter den Zuschauern, echt? Scheiße. Warte, ich hab mir gerade noch gehabt. Warte. Ist er gerade hier in seinem eigenen Chat sozusagen? Nee. Dass es keine Möglichkeit gibt, jemanden nochmal so anzuflüstern. Wenn man irgendwo einen Kanal findet. Scheiße. Alles jetzt doof gelaufen. Der wird bestimmt auch entfollowen jetzt. Ah, blöd gelaufen. Es ist echt blöd von Twitch, dass ich nicht die Möglichkeit habe, jemanden direkt anzuschreiben, wenn er gerade nicht im Chat sitzt. Fuck. Wie war denn das? So Leute, das dauert mal ganz kurz. Jetzt muss ich mal kurz hier was versuchen zu fixen.
Scheiße. Er ist wieder da. Okay, er ist wieder da. Sorry, SMGFFO, das war gerade ein Missverständnis. Wir haben gerade nur dreimal hintereinander hier vom Last Follower das im Chat gespammt bekommen. Hast ihn schon angeschrieben. Wunderbar. Sorry, war ein Missverständnis. Wir dachten schon, das ist gerade eine Bot-Attacke, weil das haben wir noch nie gehabt, dass das im Chat auftaucht. Und was mich halt wundert, ist, dass es hier auftaucht, weil du hast halt die Latest Follower-Funktion verwendet. Und ich dachte eigentlich, damit du siehst, seit wann du eigentlich schon folgst und so, über diese Latest Follower-Funktion, müsstest du dafür 25 Bits ausgeben. So habe ich das verstanden, weil das steht ja so da. Aber du kannst auch, wenn du wissen möchtest, seit wann du schon folgst, kannst du oben rechts, da ist im Chat so ein kleines Männekicken-Symbol, so mehrere kleine Köpfe, da kannst du draufklicken, da siehst du dich dann selbst und da kannst du dann draufklicken auf deinen eigenen Namen, da siehst du, seit wann du schon folgst. Und sorry nochmal fürs Missverständnis. Ich dachte gerade wirklich, jetzt kriegen wir hier eine Attacke. Ich hoffe, du hörst mich gerade. Wenn ja, dann schreib mal bitte weiß. Ach Leute, ich hab ihn doch noch hier auf Flüstern gehabt, okay. Ich schreibe es dir auch nochmal vor, sich selber. Jetzt geht's wieder nicht. Natürlich, ja, warum auch? Oh, das. Flüstern! Warum geht denn der Bums jetzt nicht, ey? Flüstern! Ich kann ihn nicht anflüstern, Mann. Aber gut, Gregor hat ihn ja schon angeschrieben, dann weiß er wenigstens Bescheid. Okay. Kleine Panikreaktion. Muss auch mal passieren, ne? So. Dann hätte ich jetzt gerne wieder die Ansicht hier. Dazu den hier oben drauf. So. Jetzt sehe ich alles wieder so, wie es sein soll. So. Weiter geht's. Gogge fertiggestellt. Schön. Stimmt, ich habe aufgeführt gerade in meiner Pinkelpause, jetzt habe ich mich bekleckert hier, Mann. So. Wer will eine Kogge sein? Wäre eh keiner mehr aktiv da, aber. Da mache ich mal. Das war mit 2F, oder? Ja. Nicht verschrieben? Als Entschuldigung bist du jetzt in die Kogge. Beim nächsten Mal werde ich mich fragen, was ist das mit komischer Name? Hat er eigentlich was zu bedeuten, der Name? Someone hat. Ah, oh, Mist. Sorry. Warte. Dann. Jetzt hast du gesagt, du willst sein. Warte mal, hab ich dich nicht schon irgendwo? Nee, noch nicht. Okay. Ich bin auch da, schreibt Matthias. Ach du, dich haben wir ja schon als Schiffsname. Tja, wenn es doch ein Bot ist, haben wir jetzt ein Botschiff. Das ist ja wie eine Art U-Boot dann, oder? Someone. Warte, geht das hier auch mit unterschiedlich großen und kleinen? Ja, gut. Speichern. Und wieder eine fette Abrechnung. Ohne Lagerkosten, das ist immer gut. Stapellauf, yo. Schiffshandel, Jummy Free, 12.000. Ja, das ist gut. Dafür, dass er eigentlich nur Versorgungsroute fährt? Apropos. Fälle wieder komplett alle. Ich werde wirklich hier oben noch mehr Fälle brauchen. Als Produktion. Wir machen 21,5 pro Woche. Was ist der normale Verbrauch hier? 34! Wir brauchen mehr Fälle. Definitiv brauchen wir mehr Fälle. Scheiße, mit Leister. Warte, die Samoan, die soll sich da jetzt nochmal anschließen. Die wird Matrosen brauchen. Hier. Zack, zack. Und dann darf sie sich gerne dem Decker anschließen. So, dann haben wir da satte 2000 eigentlich. Knapp 2000, nicht ganz 2000. Laderaum würde ich nur für Warentransporter. Es fehlt schon wieder an Salz. Sehe ich das richtig? Schlecht. Wo ist die Heike? Gerade hier oben. Wie viel Salz liegt hier? 206.
Jetzt muss ich hier nochmal. Man kommt schon wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Sie holt aus Rostock Maximalsalz, lädt das hier ab. Und nimmt dann wieder 200 mit. That is a problem. Sie nimmt zu viel mit. Geh mal runter auf 50. Ja. Ich habe immer zu viel mitgenommen. Nächste Meldung. Cookie. 15.000. Schön. Jetzt spielt er auch richtig gut Geld ein mittlerweile dafür, dass es bloß zwei kleine Kreier sind, die da fahren. Das geht. Das lässt sich blicken. So, ich war jetzt eigentlich noch stehen geblieben beim Thema hier oben. Was ist hier los? Achso, okay. Baumaterial mitnehmen. Decker. So. Zack. Ah, nee, falsch gedrückt. Zack. So. Wir nehmen 100 Ziegel mit. 100 Holz mit. Es reicht nicht! Was kostet uns denn überhaupt so eine Jagdhütte? Ziegel, 10 Holz, 10 Eisenwaren und 10 Hanf. Am Hanf wird es wieder scheitern, natürlich. Brauchte ich nicht hier auch Hanf? Ja. Moment. So. Jetzt aber. Hoch da. Gibt's mein Vibe als Kogge? Würde ja passen bei die. Noch nicht, nee. Oder? Muss ich mal gucken. Hatte sie das schon mal gewirkt? Nö. Wir könnten allerdings, wir müssten tauschen. Ich würde den Adebar, ist ja der Kreier, den würde ich jetzt umbenennen auf Someone. Und dann könnten wir die Kogge umbenennen auf Angelique. Und bitte jetzt keine Wortspiele bezüglich der Größe des jeweiligen Schiffes. Diesen Kreier hier werden wir jetzt umbenennen. Nee, anders. Die Kogge. Da. Nee. Hä? Achso, es liegt noch gar nicht vor Anker. Deswegen, jetzt liegt es vor Anker. Hä? Jetzt sagt nicht, ich muss das Schiff nochmal rausnehmen und dann wieder reinnehmen. Da. Die Mutter, also der Lastkahn, was? Bin ja keine Luxuswerft, brauche keine Wortspiele über die Länge. Ich meinte eigentlich, nee, ich sag's lieber nicht. Nee, nee, nee. So. Jetzt aber hoch nach Ladoga mit euch. Unterwegs könnte man noch gucken, ob man vielleicht noch Piraten erwischt, weil die gehen mir da so echt ein bisschen auf den Senkel hier. So, was nimmst du jetzt hier eigentlich pro Tour immer mit? 32 Erz, 88 Holz. Dauerhaft, so wie es ausschaut. Was definitiv ausreichen sollte. Dann bauen wir noch weitere Werkstätten. Ziegelhacke noch da, Holzhacke noch da, Eisenwaren nicht okay. Das muss ich jetzt erstmal auch wieder einpendeln. So, erstmal nur zwei. Jetzt müssen wir auf die Wohnsituation noch gucken hier.
Giebel und Kaufmann könnte nochmal nachgebaut werden. Ja, das Material haben wir auch noch. Warte, wo habe ich meine Giebel hingestellt? Die wollte ich noch ringsherum um die Schule bauen, genau. Und noch ein Kaufmannshaus. Möglichst noch hier hinten bei den anderen. Sehr gut. Herr Bürgermeister, darf ich langsam ins Bett? Aber nur, wenn du bitte sagst. Nee, mach dich vom Acker, Gregor. Ich mache auch nicht mehr lange. Mach auch nicht mehr lange. Das manuelle Freischalten im Discord ist etwas ungünstig. Geht ja nichts automatisch. Wie soll ich dir sonst mitten in der Nacht den Namen von Sirien schreiben? Manuelles Freischalten? Ach, du meinst wegen der Authentifizierung? Nee, das geht nicht anders. Aber eigentlich machst du das nur einmal. Außer du hast die doppelte bei dir selber aktiviert, statt die einfache. Da musst du ja nochmal extra einen um drauf geben, weil wir haben ja Server-Authentifizierung und dann hast du noch dein Profil dazu, ne? Schlaf gut, Gregor. Und danke für deinen Einsatz heute. Und für die Stimmung. Und für die Bits. Und für alles. So. In Rostock fehlt's an Bier. Steinlich. Steinlicher, steinlich. Stettin wird belagert. Holz und Getreide scheint sich wieder einzupendeln. Sag mal, hab ich ihm doch gesagt, dass er es mitnehmen soll aus Stettin? Ja, hab ich. Ja, lol. Okay. So, die sind on the way. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Was liegt denn da? Stopp. Decker? Da ist ein Piraten-Konvoi. Jo. Adelbert Osterna. Manuelle Steuerung. Oh, guck mal ja heute ab. Warte mal, ihr? Flieht. Ihr? Zieht einmal rum und versucht mal zu treffen. Naja, das war nichts. Ich glaube, da könnte man sogar auch instant auf Enterkurs gehen. Der ist nämlich schneller als wir, oder? Ja, den kriegen wir nicht. Sagt der Kapitän. Manöver 5 eigentlich schon. Eigentlich hätten wir es ausgleichen müssen. Aber nee, dann ist es nicht so. Dann ist der Kreier einfach immer schneller als wir. Conan, grüß dich. Zu der späten Stunde kommst du hier noch reingestolpert. Wo hast du dich rumgetrieben? Schön, dass du wieder da bist. Bin noch weiß, kein Hitman. Hast du dich selbst vom Server entfernt, weil du wohl meintest, neu anmelden? Du bist gar nicht angemeldet bei mir gerade. Schäd dich nun zu. Weil wenn du selber den Server verlassen hast, ja, wenn du den selber verlässt, dann legst du auch sämtliche Rollen wieder ab. Warum hast du denn den Server verlassen? Den Discord-Server. Dann melde dich mal nochmal an, bitte. Und sag mir Bescheid, wenn du wieder drin bist, weil ich sehe dich gerade nirgendwo in der Liste, dass ich dich zum Headman machen könnte. Well. Warte mal. Da fällt mir, ich schick die ja einfach los. Ohne darauf zu achten, wo die langfahren. Nicht, dass die irgendwo auf den Riff auflaufen. Nur der Osterna ist einfach mal abgehauen. Schade. Na gut. Und da online in der Liste. Dann zeigt er mir das nicht an. Authentifiziert hast du dich aber, ja?